Shere Khan. So heißt die Zigarre, die wir heute von Black Label machen werden. Und wenn ich die mal ins Bild halte, dann sieht man schon, die ist hinten wunderschön verarbeitet. Das ist wie so ein kleines Schwänzchen hier oben drauf gedreht. Und dann setzt hier die Tabake die verschiedenfarbigen an. Und das geht dann runter, bis es hier in einem Candela-Fuß endet. Ja, Black Label, das ist Angela und James Brown. Beide kommen ursprünglich aus Texas, haben das Grundgeld erst einmal damit verdient, dass sie auf der ganzen Welt Safaris gemacht haben mit Geländewägen und Ansprechpartner und diejenigen, die sie für diese Safari mitgenommen haben, waren immer Avisionados. Es wurde immer geraucht. Im Auto, draußen, im Camp und so weiter. Und als sie dann die Gelegenheit hatten, haben sie sich in Afrika am Strand ein Hotel gekauft. James Brown ist ja unter anderem auch Sommelier. Und haben da das Hotel gemacht und sind dann später nach Nicaragua gegangen und haben sich dort jetzt eine eigene Fabrik aufgebaut. Also produzieren bei irgendjemandem oder lassen bei jemandem produzieren. So, sie leben in Nicaragua, das ist der Lebensmittelpunkt. Haben auch einen Sohn, der auch dort lebt, dort zur Schule geht. Haben ein Haus, haben ein Gästehaus und das Gästehaus ist ganz, 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 ganz wichtig bei diesen Zigarren. Und dort werden die Blendings gemacht, dort werden die ganzen Marketing-Geschichten gemacht, sprich die Bilder, die Logos und so weiter. Und dort werden die Zigarren dann gerollt. Und warum das Gästehaus eine riesen Rolle spielt, ist ganz einfach. Diese drei Zigarren, die wir jetzt besprochen haben nacheinander, Shere Khan, Tiger Lily und Neon Tiger, diese drei Zigarren sind eine Serie zusammen, die da heißen Factory Exclusive. Das heißt, wer diese Zigarre kaufen möchte, muss rüber nach Nicaragua fliegen, muss die Fabrik besuchen, kann dort natürlich dann auch wohnen und sich ein bisschen die Umgebung angucken, zeigen lassen. Und dann darf er dort diese Zigarren kaufen. 100 Kisten sind jeweils hergestellt. Vom Tabak bei der haben wir jetzt vier verschiedene Ecuador-Deckblätter. Das heißt, wir haben einmal das Grunddeckblatt, das dunkle, und haben da dann drei weitere aufgelegt. Das untere, das Candela, dieses frische, habe ich in dem anderen Video Neon Tiger erklärt. Da kann man dann nochmal reinhören, wenn man das nochmal hören möchte. Und diese Zigarren, kistenweise, kann man dort kaufen. Es sind immer 13 in der Kiste. Auch das typisch James Brown. 13 Stück dann drin, das hat schon seinen Grund. Man kann sich vielleicht denken. Und diese Zigarren sind deswegen nach Deutschland gekommen. Wir haben gut verhandelt, Martin hat gut verhandelt. Und deswegen haben wir ein ganz, ganz kleines Kontingent bekommen. Und dann kam ja Corona. Corona, da kann keiner so wirklich reisen. Und weil keiner so wirklich reisen kann, haben wir dann noch ein zusätzliches Kontingent bekommen, weil die in Nicaragua natürlich nichts verkauft haben. Und somit haben wir dann sehr viele von den Zigarrenkisten bekommen. Zigarren, die es so in Amerika nicht zum Kaufen gibt. Ja, ab und zu haben auch wir mal was in Deutschland, was es in den USA nicht gibt. Und diese drei Zigarren sind eben diese Serie. Das Umblatt übrigens nochmal Ecuador, Einlage Nicaragua. Gar nicht so brutal kräftig, wie man das immer von Black Label kennt. Wunderschön rund, ausbalanciert, wird noch ein bisschen kräftiger. Hat schon ein bisschen Würze. Geht mittelkräftig, knapp unter mittelkräftig los und dann steigert sich so ein bisschen. Ich wünsche euch verdammt viel Spaß mit sowas. Das ist doch mal eine Zigarre, die nicht nur für den Gaumen, sondern wirklich auch fürs Auge gemacht ist. Und da ist natürlich absichtlich keine Anila drauf, damit man dieses schöne Bild nicht zerstört. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Lasst es qualmen.